Hallo? Stefan, hallo. Hallo, grüß dich. Ich freue mich, dich hier zu haben. Ja, das ist schön. Sag mal ein bisschen was zu deiner Person. Ja, ich bin Stefan Littke, wie hast du schon gesagt, bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe einen 8-jährigen Sohn und hatte vor 2 Jahren eine nikosierende Faszitis. Ja, dadurch habe ich halt rechts dann halt eine Amputation gehabt mit einer Prothese bekommen. Okay. Halt. Das hat dann so ein halbes Jahr gedauert, bis es dann halt losging mit der Reha selber und bis ich die Kinevo halt, das Kinevo-Gelenk bekommen habe, ein halbes Jahr. Wie war das erste Mal auf der Prothese zu stehen? Ja, großartig. Das war, ich weiß noch genau, bin aus dem Krankenbett, was er uns aufgestellt hat, unten im Wohnzimmer aufgestanden und ja. Und dann stand ich auf einmal so ein bisschen wackelig und alles mögliche, aber es war großartig halt. Ne? Ja, das großartig. Sieht man in deinen Augen an. Ja, ja, das war echt so ein Augenblick, so ein, den auch nicht vergisst halt. Ne, irgendwie, ne? Du hast das Kinevo eben schon angesprochen. Ja. Beim Kinevo haben wir den Vorteil, dass es durch die wechselnden Aktivitätsmodis eigentlich in der Rehabilitation mitwächst. Dann zur Reha gekommen, dann vom Modus 1 in Modus 2 dann gleich rüber und dann irgendwann Modus 3, weil sie halt gemerkt haben, dass es halt schnell vorwärts geht. Nach einer Weile dann halt, wie das dann auf dem letzten Modus war halt, wo ich dann halt normal gehen konnte und so halt alles, hat sie tatsächlich manchmal wirklich das Gefühl, dass du wirklich so ein Bein wieder hast halt. Ne? Es wird nie ein Bein ersetzen können, sowas, ne? Weil es ja selber so ein Hilfsmittel, ja. Aber es war halt so das Gefühl gewesen, halt, dass man auch dann gehen konnte mit Stock und so alles Mögliche, rausgehen konnte und alles war großartig. Das ist, ja. das freut mich sehr. Ja, danke dir, danke. Du hast eben das Thema Sicherheit angesprochen, ja, ja. Da hast du auch gar nichts vermisst, also du warst in jedem Aktivitätsmodi, ja. Warst du dann auch immer sicher, hast dich pudelwohl gefühlt? Ja, ja, ich habe es auch geschafft, mit dem Kinevo nicht einmal zu fallen. Das blockiert dann halt und ist Sicherheit. Und dann hast du ja selber Sicherheit, du fühlst ja die Sicherheit dann selber. Halt. Mittlerweile bist du mit dem Genium versorgt? Genau, genau. Genium hat man ja wirklich Möglichkeiten, Offenheit. Sprich, ich bin jetzt Nordic Walking, mache ich jetzt erstmal. Okay. Irgendwann mal vielleicht mal wieder ein bisschen laufen und mit meinem Beruf bin ich zurück halt. Und es ist großartig. Stefan, das perfekte Beispiel, wie man über eine Rehabilitation mit dem Kinevo zusammen aufs Genium kommt und dann trotzdem im Alltag klarkommt.